So, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir kommen zu Click Clock Wood. Das ist eigentlich der letzte Level, bevor wir dann ans Eingemachte gehen. Meiner Meinung nach der umfangreichste Level. Aber wie man da reinkommt, das zeige ich euch erstmal. Bruder, was ist bei dir los? So, ihr geht hier erstmal hoch. Das Wasser haben wir ja hochgelassen, um die Rusty Bucket Bay aufzumachen. Deswegen zweimal jumpen. Dann habt ihr hier oben eine Notentür mit 640. Die haben wir ja easy zusammen. Weil wir haben ja alle 800 bisher. Aber weird flex. So, weiter geht's. Hier müsst ihr mal schauen, dass er durchkommt, ohne euch hitten zu lassen. Ja, mach ich ganz stark. Ganz stark, Bruder. Ganz stark. Keine Ahnung. Oh, Bruder. Egal, wir haben nur 3 verloren. Die hole ich mir gleich wieder. Da, da, da. Und hier sind wir schon in der Floor-Area. Von Click Clock Wood. Wie gesagt, er ist sehr umfangreich, meiner Meinung nach, dieser Level. Jetzt komm, mach mal einen Abgang, Bruder. So, aber wie immer, bei jedem Level müssen wir die erstmal freischalten, Freunde. Und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Das Erste, was ihr macht, ist, Bruder, erstmal dumm anstellen. Jawohl. Einmal hier hoch. Und dann einmal hier hoch. Und dann einmal hier hoch. Diese Tür könnten wir zwar öffnen, machen wir aber noch nicht. So. Hier gibt es wieder ein paar Federn für euch. Ach ja, hier kann man, glaube ich, auch noch einen Mumboschädel holen. Wenn wir schon mal da sind, zeige ich euch das auch gleich. Ich meine, hallo. Jawohl. Nehmen wir mit, das Ding. Wir brauchen nämlich jetzt gleich Mumboschädels. Schädels! Loster Typ. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Bruder. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hier drüben haben wir eine Plattform. Die smasht ihr rein. Vielleicht könnt ihr euch am Anfang des Let's Plays erinnern, da waren wir hier. Wir konnten aber nicht rein. Deswegen, meine werten Freunde, zeige ich euch was, wenn ich es denn finde. Und zwar gibt es hier eine Art Geheimgang. Jawohl. Der ist hier. Habt ihr den Kessel? Servus, Bro. Jetzt könnt ihr den verwenden. Dann kommen wir nämlich schneller dahin, wo wir hinwollen. Ja, Bruder, keine Ahnung, was du da machst, aber chill mal. Jawohl. Sehr schön. In den Topf. So. So, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann gehen wir einfach hier rein. Gehen hier raus. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon, wo wir sind. So, wir gehen einmal hier runter. Dann taucht ihr hier runter. Jawohl. Und man sieht da, bevor wir das aber benutzen, habe ich vorhin gesehen. Gibt's hier Schädel? 27. So. Dann hauen wir mal ein paar Puzzleteile rein. Was sagt ihr? Click, Clack, Wood. Und so easy schaltet ihr das Ding frei. Also es ist nicht so ein Act wie bei Rusty Bucket Bay. Deswegen. Let's dive into it. So, wir nehmen jetzt hier den Pot zurück. Wir nehmen wieder den Pot zurück, Bruder. Wie sich das anhört, Mann. Ja. Gehen hier hoch. Ah, Bruder! Der wollte nicht hier rein. Ich glaube, es war hier drin, oder? Ja. So, wieder in den Pot rein. And we're back at Click Clock Wood. Ich liebe diese Musik hier übrigens. Also dieser Level ist in 4 Jahreszeiten aufgeteilt. Es ist viermal das gleiche, aber es sieht anders aus, weil wir machen Frühling, Sommer, Herbst und Winter durch. Aber was spoilere ich euch denn? Was spoilere ich euch denn? Let's just fucking do it. So, hier erstmal als erstes macht ihr diesen Schalter klar, damit sie überhaupt eine von diesen 4 Türen öffnet. Und somit ist der Frühling geöffnet. Ihr könnt noch gar nicht woanders rein, außer in den Frühling. Und ihr findet die Schalter für die jeweils anderen Level in den jeweiligen Leveln. Macht das Sinn? Also im Frühling findet ihr es für den Herbst findet ihr es im Sommer und für den Winter findet ihr im Herbst. So. Das hat, ich schwöre, ihr denkt euch gerade, was labert der Junge? Aber wurscht. Wurscht. Ich zeige es euch einfach. Was auch immer dieser Robin Hood-Verschnitt hatte, er hat auf jeden Fall einen auf die Waffe gekriegt. So, hier haben wir gleich mal die Das wird euch öfter begegnen. So. Also gut mit euren goldenen Federn umgehen, Freunde. Also, wir kommen im Frühling von Click Clock. Bruder, jetzt dann muss ich dann aber los. Oh Gott, ich hasse diese Stelle. Jetzt aber ne, kein Auge machen, Bruder. Sonst müssen wir da... Oder Schilfvögel. Diese Vögel werden euch noch tierisch auf den Keks gehen. Aber wir killen einfach alle und alles cool. Vorausgesetzt, ich sehe es, Alter. So, 3 Noten. So, wir checken erstmal hier ein bisschen rum. Dass ihr mal ein Gefühl für den Level kriegt. Einmal hier den wegheizen. Also meines Wissens nach gab es hier 20? Oh, Bruder, das war richtig maximal Lust. Egal, den nehmen wir mit. Ja, habt ihr gesehen, das war alles Planung. Ich wollte euch eigentlich den Mumboschädel zeigen. Oh. So. Dann gehen wir erstmal zu Mumbo. Er schläft wieder mal, man kennt ihn. Wir müssen gerade ein bisschen warten, bis das hier weggeht. Magst du? So. Wisst ihr was? Wir hauen sie gleich raus. Wir hauen sie gleich raus, Bruder. Upeda. So, wir dicke Hummel. Mumbo macht gut Zauber. Ine bester Zauber. Seit langem. Langer Zeit. So, und mit dem Ding können wir ohne Dings fliegen. Ich entschuldige mich für das nervige Geräusch, was dieses Viech von sich gibt. Wen haben wir denn da? It's a green Jinjo. Mal schauen, ob wir den holen können, so. Ich glaube, ich habe das bisher immer mit der Ding gemacht. Ah, das funktioniert. Ist ja geil. So, auf jeden Fall, Green Jinjo ist in the house, my friends. Gab es noch einen, der war ziemlich weit oben. Also ich feiere die Musik hier übel. Da ist sie doch. Ich kenne mich doch aus. Ihr könnt euch auch abquälen, so wie ich. Hallo. Oh, Bruder, jetzt muss aber dann doch los. Ihr denkt euch gerade bestimmt, was macht der Typ da? Was macht der? Der ist ja maximal lost. Jetzt hat er es geschafft. Wie schlecht kann man eigentlich sein? Oh, das war die schwerste Geburt in meinem ganzen Leben, Bruder. Alright, weg hier. Und zwar schnell. So, dann gibt es hier noch irgendwo einen Bienenstock. Da können wir uns nämlich als Biene blicken lassen. Da gehen wir mal rein. So, da vorne. Da, wo der Mumboschädel ist. Hoffentlich tue ich mich beim Landen diesmal nicht so schwer. Hallo, Bigam Bogam. So. Bzzzt, hallo. Dicke Biene. Zubbas bewachen Gruntildas Goldschatz. Man hat uns erzählt, dass da draußen irgendwo ein gefräßiger Honigbär herumläuft. Also, wir haben einen zweiten Jinjo. Das Ding könnt ihr noch nicht holen. Das zeige ich euch noch, wo wir das kriegen. Das kriegen wir frühestens im Sommer. So. Da durchgehen. Und jetzt können wir uns eigentlich schon wieder zurückverwandeln. Da ist auch dieses nervige Geräusch weg. Danke Gott dafür. So. So, Mumbo, Bruder. Genug von Hummel sein. Später bauen wir es nochmal. Ich finde, ja, das sieht übrigens eher aus wie eine Hummel. Wir bauen es später nochmal, um das Puzzleteil, was vom Hexenschalter ausgelöst wird, zu holen. Aber das zeige ich euch auch dann am Schluss des Levels. Also bitte keine Sorge, ich vergesse nichts heute. Nehmen wir darüber. Da drüben sind drei Noten. Eins, hallo, zwei, drei. Insgesamt gibt es hier übrigens 20 Noten. Also 20 Noten im Frühling natürlich. Ihr müsst einen Haufen Sachen auch vorbereiten, so wie ich das euch jetzt gleich zeigen werde. So. Wie willst du denn noch? Zack, ganz wichtig. Diese Pflanze wächst natürlich weiter in den unterschiedlichen Jahreszeiten. Die Kuh hier oder der Büffel, Ochse, muss ich da mal entspannen. Stier wollte ich eigentlich sagen, aber ja, ich habe so ziemlich jedes Wort durchprobiert. Igambogam. So. Würde ich mal sagen, wir machen uns auf den Weg nach oben. Ja, Bruder, Kamera. Übrigens, das Schlimmste in diesem Level ist die Kamera. Das kann ich euch schon mal garantieren. Komm. Die Viecher ziehen auch gut ab. Ich bilde mir ein, die ziehen manchmal sogar 2 Points ab. So, 3 Noten für uns. Hallo und tschüss. Da hinten sind nochmal 3 Noten, aber ey, Vogel, Peter, was ist da los? So. Nochmal 3 Noten. Und das waren alle 20. Mehr gibt es hier nicht in diesem Abteil. So viel kann ich euch verraten. Aber wir gehen noch weiter. Wir haben noch ein paar Sachen zu tun. Ist da ein Vogel drin? Nee. Okay, cool. So, meine Freunde. Wir gehen hier hoch. Achtung, Vogel. Ich kann euch sagen, das da macht überhaupt keinen Spaß im Frühjahr. Deswegen machen wir jetzt erstmal... Das machen wir im Sommer. So, erstmal ein bisschen umgucken. Take that! Take that! Take that! So, da ist der Bienenstock, wo wir vorhin mit der Hummel oder Biene drin waren. Entschuldigung. So. Und boing. So. Wir müssen eigentlich, glaube ich, meiner Meinung nach nur noch eine Sache hier erledigen und dann können wir nämlich einen Abgang machen. Das ist alles hier so... Und es ist alles so shaky. Auf jeden Fall habt ihr hier schon mal einen Mumboschädel. Hallo. Igambogam, Bro. So. Hey, Bruder. Hey, Bruder, Bruder. Freunde. Let's do this. Make it crazy. Yo. Oh mein Gott, mein Herz ist stehen geblieben, Bruder. So. Da ist der Schalter für den Sommer. Verpiss dich. Einmal drauf smacken, Freunde. Und dann können wir in die nächste Area, meine Freunde. Gehen aber erstmal hier rein. Hier müsste ein Eichhörnchen wohnen, was sich gerade voll mampft. Jawohl. Mit einem Mumboschädel sind wir am Start, Bruder. Ich glaube, da gab's doch... Ah, hier gibt's noch nichts. Alright. Nabnut wird später noch wichtig für uns. Und zwar in der meiner Meinung nach beschissensten Quest hier in dem Level. What? So, da sehe ich das schon wieder Mumboschädel. Igambogam. So, das ist wichtig. Das Ei müsst ihr unbedingt aufmachen. Bruder, magst du da hochhupfen? Dankeschön. So, einmal Smackdown. Piep, ich bin Airy. Baby will einmal ein mächtiger Adler werden. Bin ich deine Mama, Alter. Baby ist müde. Alles klar. Das war's eigentlich schon. Mehr müsst ihr mit ihm nicht machen. Ihr habt ihn aufgeweckt. That's about it, my friends. So, eine Sache können wir hier noch holen. Ich glaube sogar noch ein Puzzleteil, wenn ich mich nicht ganz täusche, Freunde. Oder? Alter Schwede. Jawohl, und das könnt ihr nicht mit der Biene machen. Das müsst ihr tatsächlich so machen, weil sonst könnt ihr das nicht aufsmacken. Also am besten von den Dingern nicht treffen lassen hier, ne? Schönes Puzzleteil abgreifen und dann wieder raus. Hier, das waren zwei. Bisher, ich würde sagen, im Moment läuft das Ganze ganz anständig. Das kann sich aber schnell drehen, das sage ich euch, Freunde. Oh, vor allem, wenn man so einen crazy Shit macht wie ich hier. Bruder, jetzt chill doch mal! Oh, shit. Alter, habe ich ein Glück, dass ich noch lebe. So, eine Sache machen wir noch. Und dann bin ich hier weg. Und dann gehen wir in den Sommer. Was war das? Bruder, muss los. Bruder, ich muss los. Oder ich muss los, ich muss los. So, jetzt ab. Bild mir nämlich ein, ihr habt vorhin irgendwas liegen, Loa. Ja, na klar, Mumboschädel. Den lassen wir sicher nicht liegen, Freunde. Ikam, Pokam. Wow, fuck, Bruder, muss los. Das schaffe ich niemals. Oha, das hat funktioniert, Alter. Ich glaub's ja nicht. Okay, Sü. Zieh durch, Bruder. Brauchen das Zeug. So, und das war's erst mal mit dem Frühjahr. Jetzt müsste der Sommer jetzt für uns offen sein. Hier immer, können wir mal mitnehmen. Das ist eine goldene Feder. Wie gesagt, ihr braucht sie sehr dringend in diesem Level, weil es halt sehr viele Venusfallen gibt, wo Zeug drin ist. Und die Musik verändert sich. Erstmal Robin Hood für... Er ist hungrig, will 5 Raupen haben. Ja, sonst schon mal was von Bitte gehört, Bruder? So, Aushilfs... So, übrigens. Wir haben hier einen gelben Jinjo. Schau jetzt mal, wie er sich versteckt. And that's number 3, my friends. Da haben wir schon mal so eine der Raupen. Er hat gesagt, er möchte 5 haben, ne? Ich fürchte hungrige Tiere. Ja, Bruder, dann muss ich dir leider sagen, bist ganz schön am Arsch. Mit mir jetzt, weil ich werde dich ausliefern. Bruder. Komm jetzt, mach mal Abgang, Bruder. So. Also der Soundtrack ist so gelungen von dem Spiel. So, ich würde mal sagen, ich kann Bock am Teil. Wir machen erstmal den unteren Ring wieder wie vorhin. Bruder, danke für die Kamerawechsel. Nicht. So, wir checken mal bei Mumbo vorbei. Ja, genau, so läuft bei dir, Bruder. Und einmal rüber. Ihr seid solche. Auf jeden Fall haben wir hier eine Raupe. Das macht 2 von 5. Servus, Alter, was geht bei dir, Bruder? Zu heiß für Zauberkram. Mumbo mehr Lust auf Sonnenbad. Ah ja. Kann man machen, Bruder. Gibt's hier irgendwas, oder... War ich jetzt hier komplett umsonst drin? Naja, alles klar, der hat gar nichts. Man kennt ihn. Servus, Mumbo, wir sehen uns später. Magst du mal die Kamera wechseln, Bruder? So, sehr schön. Bäm, Junge! Lass mal. Wow, da war der Skill Jump. Da haben wir noch eine Raupe. Also wir haben unsere 5 fast zusammen. Kommt, chill mal. Jawohl. Hier habe ich einen Mumboschädel gesehen. Bruder! Oh, guck mal, ein alter Freund aus Gobi's Valley ist am Start. Oh nein, ihr beiden schon wieder. Gobi dachte hier vor euch sicher zu sein. Oder vergiss es. Wollt ihr wohl damit aufhören? Es dauert Jahre, bis ich wieder so viel Wasser finde. Ihr müsst euch mal beruhigen. Beruhig dich, Bruder! Also manchmal, ne? Diese Vögel. Bruder. Extra Life. Whee! So. Let's check this out. Komm, mach einen Abgang. Das war mir so klar, dass das nicht reichen wird. Aber war alles geplant, wie ihr seht. Ihr müsst hier den Herbstschalter natürlich betätigen, dass wir später in den Herbst kommen. Hab ja wieder Glück gehabt hier. So, wir ziehen weiter durch das Flussbett. Ach ja, hier gibt es übrigens einen Biber. Im Frühjahr könnt ihr ihm nicht helfen, weil hier alles unter Wasser ist. Deswegen smackt man das auf. Wow, wie stark du bist. Komme herein und ich werde dich fürstlich belohnen. Also, wir holen erstmal das Zeug. Leute, wir können nicht zu ihm rein. So viel darf ich euch sagen. Wir kommen da nicht hoch. Deswegen, wir können ihn da erst besuchen im Herbst, den wir ja jetzt schon geöffnet haben. Jetzt graben wir uns erstmal die 4. Raupe. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch eine. Alter, klar. Bro. Chill, 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 chill. Und da dürfte ich ja schon gewesen sein. So, dann haben wir den unteren Ring erledigt. That means we go up. Oder chill mal jetzt. Jetzt können wir mal den härteren Weg wählen, Leute. Oh, das ist so richtig tilt. Ja. Und los geht's. Oh, Bruder. Genau das meine ich. Es ist ein bisschen schlecht gemacht. Das muss man leider wirklich mal sagen. Bam, Junge. Ach, alter Schwede. Okay, müssen wir nach rechts. Ich glaube, links gibt es einen Mumboschädel, oder? Ne, gibt's nichts. Aber. That's reward enough for me. Komm, Junge, du musst mal ein bisschen chillen. So. Da ist einer. Jawohl, ich wusste doch. Gibt's irgendwo einen? Wow, oh, das war komplett crazy. Oh, Bruder, mach jetzt kein Auge. Oh, Alter. Puls auf 180, Bruder. Geschafft. Bruder, mach jetzt kein Auge. Alter Schwede. Seht ihr, was ich meine? Oh, Bruder. Da ist Nummer 5. Oh, ja. Oh, ein unfertiges Baumhaus. Mit einem Puzzleteil. Leute, ich kann euch sagen, das Puzzleteil könnt ihr noch nicht holen im Sommer. Also übt euch in Geduld. Sorry, Leute, dass ich hier so langsam latsch, aber ein falscher Schritt und ich lieg unten. Und da uns der Vogel und der Bär mittlerweile sehr ans Herz gewachsen sind, wollen wir das nicht unnötig. Hui! Hey, Bruder, chillen. So, erstmal 3 Noten für euch. Ich weiß, wir gehen das Ganze gerade so ein bisschen rückwärts, aber das ist leider nicht anders möglich. So, und jetzt dürft ihr mal zeigen, was ihr so austeilen könnt, Freunde, weil jetzt heißt es, let's go for it. Die wollen's wissen. Come on. Bzzz. Alarm, Alarm. Da ist der dicke Bär. Er will Gruntildas Gold klauen. Stecht ihn zu. Zubbas. Also hier, ich glaube, ihr müsst so um die 10 Stück killen. Ja, das ist gar nicht so easy. Er hat uns besiegt. Naja, es war sowieso kein toller Job. Immer dieses langweilige Ding zu bewachen. That's it, my friends. Ansonsten gibt es hier in diesem Monat nichts in dem Bienenstock. Ihr müsst aber im Herbst hier nochmal reinkommen. Hier findet ihr tatsächlich ein paar Noten. Die kann man ganz leicht vergessen. Die gehen wir wieder hoch. And let's jump it up. Wunderbar. Alright, 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 alright. Wir gehen aber weiter noch zurück, weil wir waren ja, ne? Wisst ihr Bescheid? Oder chillen. Du auch chillen. Und du auch chillen. Alright. Gibt's hier Noten oder so? Ah, hier gibt's einen Mumboschädel. Oh, Bruder. Ey, Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich mich so fühle, wenn das so hoch ist und ich hier solche Actions bringe. So, jetzt sind wir aber so gut wie am Anfang. So weit oben bin ich gar nicht. Chill doch mal. Wie oft habe ich jetzt das Wort chillen verwendet? Komm mal runter, Peter, langsam, weißt du? Trinkspiel draus machen. Ist mal, wenn ich chillen sage, muss der einen trinken, Alter. So. Baba. So. Wie gesagt, Puzzleteil da hinten ist ein No-Go im Moment, aber ist ja kein Stress. Das ist immer ein gutes Gefühl, darunter zu fliegen. So. Wir müssen ja unseren Vogel noch besuchen. Mal schauen, ob Nabnut jetzt schon was hat. Ich glaube aber nicht. Hey, alles klar? Das Rülpsen war nicht ich. Das war das Eichhörnchen hier. Das möchte ich hier klargestellt haben. Der furzt auch, also ich kann da nichts dafür. Schau, habt ihr das gehört? Oder? Geht gar nicht. Ich hab hier ein Video laufen, Bruder. So, wir gehen mal hier hoch. Ah, there are notes. Ich traue mich nicht, richtig schnell zu laufen, Bruder. Da wir nur 5 brauchen von diesen Raupen, werde ich mir die da unten jetzt nicht geben. Was machst du eigentlich, du Verrückter? So, nächste Stelle. Ah, und da ist ein Mumboschädel. Da, 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 da. So, da ist doch unser... Wir kriegen jetzt hier auch nichts direkt, also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Erstmal nur füttern. Der Junge muss stark werden. Oh, er ist größer geworden. Rülps, jetzt bin ich aber satt. Will schlafen. Na dann, zieh durch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war's dann schon fast hier. Ich glaube, ja. Oh, ja, Bau. Immer ein schlechter Sound. Das heißt nämlich, er fliegt weit runter. So. Ich würde erstmal sagen, wir haben das hier erledigt. Den Ding haben wir ja aufgemacht. Den Herbst. Deswegen. Let's go. Da ist der Ding. Aber dann nehmen wir nochmal die Unbesiegbar. Die Freunde da, Bruder. Da muss ich auch los. So, auf in den Herbst, meine Freunde. Da ist er. You ready? Hallo. Kommt wieder der Vogel. Jawohl. Bär muss noch mehr holen. Baby hat Hunger. Will 10 Raupen. Ja, okay. So, dann haben wir hier einmal eine Note. Eine Note, sage ich schon, eine Feder. Und da haben wir eine Raupe. Oder du musst dringend chillen. So, jetzt können wir nämlich unseren Kollegen, den Biber, besuchen. Ich liebe dieses Spiel einfach. Und wir gehen weiter hoch. Jawohl, servus. Da bist du ja endlich. Ich habe Monate auf dich gewartet, um dir das hier zu geben. Gib mal her, das Ding. Das ist Number 5. Da oben haben wir 2 Noten. Nicht vergessen, meine Freunde. Ja, und nicht so blöd anstellen wie ich halt, ne? Man kennt ihn. Oder mach jetzt doch kein Auge. Mehr gibt's hier tatsächlich nicht. Danke, Bro, für den tollen Ding. Tollen Preis. Verschwinde! Ah, hier ist auch wieder normales Wasser am Start, also nicht wie in der letzten Folge Rusty Bucket Bay. Wo man so 3 Sekunden drin bleiben durfte im Wasser. Es war schrecklich. Schreckherrlich. Okay, Bro. Jetzt du. Hau mal rein. Was war das? So, Etza. Sorry, mein Alter. Und da haben wir es im Herbst geschafft. Ich habe eine Idee. Ich haue ab in die Lava-Welt. Dort werdet ihr mich niemals finden. Ja, weil die Lava-Welt gibt es tatsächlich nicht in dem Spiel. So, 5 Noten für euch, meine Freunde. Einen Jinjo. Und da war es nur noch eine. Da oben müsste noch eine Raupe für euch rumliegen. Jawohl. So, da drüben haben wir 3 Noten. Die graben wir uns mal schnell. Ich zeige euch auch hier. Und mach mal einen Abgang. Oh, jede Menge Noten. Also erstmal eine. Ach, das war so schlecht gemacht. Mehr muss nicht sein. So, und dann holen wir uns die oben noch. So, dann würde ich mal sagen, wir ziehen von hier durch. Ja, oder, ja. Jawohl. Das ist ein Hit. Mal gucken, nicht, dass wir da was liegen lassen. Ah, ja. Seht ihr? Beinahe hätten wir was liegen lassen. Noch eine. Das war Number 3. Also einerseits der Level irgendwie so ein bisschen shaky, aber andererseits macht er auch echt mega Spaß. Und ist halt vom Soundtrack her und so, auch von der Idee her. Wie gesagt, ist ein bisschen schade, dass Rare nicht mehr viel macht. Das letzte, was ich gespielt habe, war Battletoads und das war Albtraum. Ich sag's euch, wie es ist. Chill mal, Bruder. Jawohl. Ja, Battletoads war leider ein bisschen eine Enttäuschung. Also für mich zumindest. Bruder, du kannst kein Auge nehmen. So, und da haben wir noch eine Raupe. So, gucken wir mal rüber, ob es da drin irgendwas gibt diesmal. Ich weiß nicht, ob er irgendwie Noten gebunkert hat oder so. Kann ja sein. Oh, auf jeden Fall eine Raupe. Und Noten da oben, seht ihr das? Heute nix Zauber. Okay. Ist kein Stress, Bruder. Was ist es eigentlich hinter der Maske? Würde mir echt mal interessieren. Eine Note. Zweite Note. Dritte Note. Vierte Note. Und that's it. Hat sich gelohnt, hier reinzugehen, meine Freunde. Und dann ziehen wir hier mal durch. Oink, 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 oink. Kurz warten, bis wir uns zurückverwandeln. Also wir haben schon 6 von 10 Raupen. Na komm. So, Bruder. Robin Hood. Das ist Robin Hood. Sieht eher aus wie Peter Pan, wenn ich ehrlich bin. Und da haben wir wieder Noten für euch. Bloß nicht vergessen und ja. So, dann haben wir das hier auch. An der Stelle zumindest. Wie ihr seht, sind wir bei 68 von 100. Läuft. Aber wir sind hier noch lange nicht fertig in dem Level. So, wir gehen eine Etage drüber. Da haben wir schon mal Mumboschädel und eine Raupe. Nimmst du die? Danke. Ach, scheiß drauf. Oh, Bruder, ich bin manchmal echt so nervös. Da unten habe ich was vergessen. Ach, Mensch, Bruder. Ah, da brauchen wir den Skilljump wieder. Jawohl. So, jetzt halt 69. 69, my friends. So, aber jetzt halt. Jetzt ziehen wir nochmal durch. Ich sag tausendmal sorry, Leute. Wow, Bruder, jetzt aber chillen. Fuck. Schon wieder chillen gesagt, Mensch. Oh, oh Mann. Jetzt bin ich wieder voll, okay. So, hier ganz wichtig. Kann man leicht vergessen. Gibt es 4 Noten. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Wir sind alle ausgeflogen. Ja, dann geht doch. Ich will doch hier nur die Noten und die Raupe da mitnehmen. Mehr will ich gar nicht. Wir sind bei 73%. 8 Stück brauchen wir. 2 Stück brauchen wir noch. Die kriegen wir locker zusammen bis hoch. Kann ich euch garantieren. Bruder? Dankeschön. Ja, da hinten ist ja eh die nächste. So. Good job, good job. Läuft. So. Zack. Oh Mann. Ich war so als Kind, als ich das als Kind gespielt habe, also als Kind, als Jugendlicher nenne ich es jetzt mal, da habe ich mich so schwer getan bei dem Level. So, wir haben doch vorhin gesagt, Wir können nicht das Puzzleteil holen. Jetzt können wir es holen, weil das Baumhaus ist fertig gebaut, meine Freunde. Da sind wir 6 von 10. Puzzleteiltechnisch sind wir bei 60%. Muss nochmal gucken. Ich glaube, dieses Gequietsche ist nichts. Lost. Ach ja, ich habe was vergessen, Leute. Obwohl, das machen wir auf dem Rückweg. Das machen wir auf dem Rückweg. Können wir uns nämlich das 7. Puzzleteil auch noch holen aus diesem Level. Erstmal schnappen wir uns den Mumboschädel. Also, wenn ihr Bock habt auf dieses Extra Life, ich habe keinen Bock drauf. Deswegen, Ikambokam-Time. Und zernudelt das Viech. Oder geht einfach weiter wie ich. Und da ist er. Hallo, du Bär, ich brauche noch 6 leckere Eicheln, bevor der Winter kommt. Okay. Und das ist mein Problem, weil... Okay, okay, cool. Das ist Number 10 übrigens. Das heißt, unser Job ist erledigt. Aber ich glaube, da sind noch Noten hier. Alter, Bruder, stell dich halt jetzt mal an. Hallo? Hallo? Jawohl. Da haben wir schon mal eine Eichel, die wir ihm geben können. Oder in seinem eigenen Haus. Lost. So, hier, bitteschön. Nummer 1. Oh je, Nabnut hat immer noch zu wenig. Ja, warte halt. Ich bin... Alter Mann ist kein D-Zug, oder? Also das sage ich euch wirklich. Die hier zu holen, ist richtig nasty. Muss ich euch wirklich so sagen, wie es ist. Das macht überhaupt keinen Spaß. Weil das optisch einfach der komplette Killer ist, Freunde. Ja, es sah professioneller aus, als es letzten Endes war. Shit. Ey, yo, was geht bei dir, Bruder? Ach ja, du sagst es, Bruder. Sorry. Ich ja nicht dübeln musste. Dann gehen wir mal hier hoch. Jawohl. Da oben findet ihr auch noch eine. Eine Eichel? Ja, schwimm mal dran vorbei, Bruder. Ist doch überhaupt kein Act. Number 4. Eine haben wir ihm schon gegeben. Das heißt, eine fehlt uns nur noch. Insgesamt brauchen wir ja 6 Stück. Hui. Hui. 1, 2. Na komm, jetzt wirst du aber langsam. Oh je, Nabnut hat immer noch nicht genug. Ja, du musst chillen. Ich weiß sogar noch, wo was geht. Glaube ich zumindest. Ah ja. Hier runter. Ganz nasty. Oh mein Gott. Fast einen Herzinfarkt gekriegt, Bruder. Jetzt nimm halt das scheiß Ding, Mann. Alter. So. Und jetzt raus zu dem Puzzleteil, Bruder. Super. So komme ich gut über den Winter. Nimm das hier. Wir sehen uns im Frühling. Alles klar, Bruder? So, Leute, da drüben habt ihr schon unseren Vogelfreund fliegen sehen, glaube ich. Recke. Und da ist der Winterschalter. Wichtig. Das sind übrigens Noten. Und der Adler. Ich sehe gerade irgendwie nichts, aber alles gut. So. 10 Stück haben wir am Start. Kriegen jetzt übrigens immer noch nichts. Kommt erst im Winter. Unsere Ernte. Da hinten wäre sogar noch eine gewesen. Sehe ich gerade. Jawohl. Er wird wieder weiter größer. Danke, Bär. Bald bin ich ein großer Adler. Jetzt muss ich aber schlafen. Alles klar. Ich muss die Noten einsammeln, die da liegen. kann ich eigentlich so gut wie gar nichts sehen, Bruder. Das ist echt stockfinster bei mir. Naja, kommt auf, wenn man mit dem Beamer bei Licht zockt. So. So, aber hier gibt es noch Noten, Leute. Und zwar 2 Stück. Zeige ich euch wo. Und zwar... Jetzt... Alter, ich dachte wirklich, du fliegst jetzt hier wieder runter, Bruder. Ehrlich. Da wäre ich jetzt aber übelst ausgerastet. Ich sag's euch. So. Einmal da hoch. Ich dachte zumindest, dass es da noch was gibt. Aber scheinbar täusche ich mich da. Naja, immerhin gibt's Mumboschädel. So, Leute. Da braucht ihr gar nicht reingehen, so viel kann ich euch verraten. Da gibt es nichts mehr für euch. So, also mit den 2 Noten habe ich gelogen. Ich glaube, das war im Winter. Zeige ich euch danach aber. So, und jetzt werdet ihr euch denken, warum latscht der Typ denn den Weg zurück? Ihr werdet es gleich sehen. Es war super umständlich, aber... Ja, sorry. Habe ich leider verpeilt. Einmal hier wieder runter. Ich werde es euch zeigen. Wir haben ja vorhin diese Pflanze wachsen lassen und ja, die müsste man dann halt auch nutzen. Weil da ist ja Puzzleteil, was man auf jeden Fall... Bruder, jetzt mach kein Auge. Alter, ich bin mir die Nerven am Ende. Die Bienen da drin sind auch stocksauer auf uns. Ja, jetzt gehen wir den Weg zurück. Ui. Ui. Bis zum Bienenstock. Der hier ist. Und da ist Nummer 8. Oder Nummer 8 war's. Ja, Number 8. So, also puzzleteiltechnisch sind wir eigentlich schon so gut wie durch. Wir müssen jetzt nur noch in den Winter. Im Winter gibt es einige Sachen. Da gibt es einmal den blauen Jinjo, den letzten, der uns noch fehlt. Dann gibt es dort den Adler, der uns fürs Füttern und dann endlich unseren Reward auszahlt. Ah, Bruder, jetzt muss ich aber los. So, und dann gibt es da den Hexenschalter und dann gibt es dort noch 2 leere Waben. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Ist ja auch genug. Und die restlichen Noten, selbstverständlich. Dann ist es Zeit jetzt für den Endspurt, meine Kollegen. Aufgemacht haben wir schon alles. So, willkommen im Winter. Ich liebe es hier. Hier können wir auch unsere Federn wieder aufstocken, unsere Unbesiegbarkeitsfedern. Die haben nämlich etwas gelitten. So, was sagt ihr? Ich würde mal sagen, wir holen uns die erste leere Wabe. Zeige ich euch. Und zwar müsst ihr unter das Eis tauchen. Aber bevor wir das machen, holen wir uns schnell den Mumboschädel, der uns da so anlächelt. Hallo, Hikambokam. So, das ist die Öffnung. Ihr müsst hier wirklich schnell sein. Ihr verliert hier genauso schnell Sauerstoff, wie ihr es bei der Rusty Bucket Bay verliert, weil es halt einfach eiskalt ist. Ihr müsstet da vorne wohnen. Jawohl. Los, 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 zieh durch, Bruder. Tada! Servus. Ups, normalerweise bekomme ich im Winter keinen Besuch. Ich bin auch gleich wieder weg, Bruder. Also hier gibt es wirklich nur das Teil, mehr gibt es hier nicht. Da, 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 da. Eine noch. Dann haben wir alle im Spiel übrigens. Raus hier, raus hier, raus hier. Und jetzt müsst ihr echt durch das Loch wieder raustauchen, Freunde. That's pacing, pacing. Da, 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 da. Und da ist es. So, jetzt. Alright, let's go. chill mal. So, wir holen uns mal unseren Jinjo. Den haben wir uns wohl verdient, Freunde. Da, da, da. Da ist er, Number 5. Wir gewinnen Bild zum Spielerprofil aufpolieren. Super. Also ich habe wohl ein Spielerprofil, Bild dafür bekommen. Low immer IG. Oh, die nehme ich gerne mit. Danke, Bruder. Der Alte ist im Urlaub, habe ich gelesen. Ah, rote Federn können wir hier echt brauchen, Leute. Zeige ich euch. Wir müssen hier nämlich noch einiges machen. So. Die einzige Sorge, die ich im Moment habe, sind die Noten. Da haben wir doch welche. Chill mal bitte, Bro. Musst du ja auch nicht immer aufführen. Boah, wie ich diese Schneemänner mit ihren Schneebällen hasse. Chill jetzt mal, Mann! The fuck? Da brauche ich gar nicht probieren. Ja. Bleib cool, du hast es gleich geschafft, Bruder. Ein Hexenschalter, eine leere Wabe noch und die paar Noten, die uns da noch fehlen. Ich hätte echt so Bock, dir jetzt den Arsch zu versohlen, Junge. Ich sag mal, nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Warte mal, ich möchte mal was ausprobieren. Dafür könnte ich das da hinten ganz gut gebrauchen, um es zu testen. Ach, Bruder, komm, mach. Oh mein Gott, ich muss mich gerade echt zusammenreißen, dass ich nicht rumschreie. Bringt gar nichts. So ein Schmutz. Schau den euch an, diesen Snack. Was für ein Camper, Alter. Wow, Bruder. Bruder, jetzt. Der macht mir echt das Leben zur Hölle hier. Dieser eine Spast. Leute, ihr wisst gerade gar nicht, wie sehr ich mich beherrsche. Hier nicht rumzuschreien wie ein Verrückter. Scheiße, Mann. Ich muss gerade eigentlich hier darüber lachen, dass ich mich gerade so zusammenreiße, Alter. Ich würde mich voll ausrasten. Scheiße, sorry, Leute. Vielleicht sollte ich die Situation öfters so lösen. Das ist ein Mumboschädel. Okay, gut. Mehr Glück als Verstand, aber passt schon. So, und jetzt hat. Jetzt sind wir wieder im einigermaßen Gameflow. Schon wieder so ein Spast. Hier auf dem Dach müssten welche liegen. Jawohl. Oh mein Gott. 92. Oh Mann, ich bin so konzentriert, Leute. Sorry, ich rede gerade gar nicht. Da unten ist übrigens der Hexenschalter, den holen wir uns gleich. Chill mal, chill mal, chill mal. Da haben wir auch noch Noten. Oh oui, oh oui. Bruder! Der Typ hat den Spaß seines Lebens. Oh Mann. So. Schauen wir mal bei unserem... Oh, Bruder jetzt halt, aber mach kein Auge. Und da trotzdem rein. Randaliere ich halt. Er schläft oder sie schläft. Ich weiß nicht, ob es weiblich oder männlich ist. Ui. Alright. Wir gehen wieder. Einmal. Wenigstens sind hier keine blöden Vögel mehr. Hier sind zwei. Ich glaube, das sind unsere letzten. Ich danke Gott. Ja, das sind die letzten. 900 Noten. Das waren alle Noten im Spiel, meine Freunde. Jetzt holen wir uns noch das letzte Puzzleteil. Und dann kümmern wir uns noch um den Hexenschalter und die leere Wabe. Das ist alles hier oben. Jo, servus. Schaue mir zu, wie toll ich fliegen kann. Ich bin jetzt ein ausgewachsener Adler. Ja, zieh mal durch, Bruder. Ich habe eine Belohnung für dich, mein Freund. Hier ist sie. Danke, Bruder. Und das sind alle Puzzleteile. Nein, nicht alle. Im Game, wollte ich sagen. Aus allen Leveln. Wir müssen ja noch eine über den Hexenschalter holen. Das zeige ich euch aber auch. So. Jetzt zeigen wir euch noch die letzten zwei Sachen. Und dann ist Click Clock Wood genauso dran wie alle anderen auch. Und dann heißt es Quizrunde. Hier so tut, als würde er sich drauf freuen, weißt du? Chill mal jetzt. Also, Thema Wabe. Und zwar genauso. Einmal hier. Jetzt chill mal, Mann. Dann geht ihr hier rein. Ist das hier die Gangsterhöhle von denen oder was? Ah, Jungs. So. Es war gar nicht so easy, da rüber zu kommen. Dann müsst ihr hier so komisch an die Ecke. Warte, ich zeig's euch. Ja, okay, war doch nicht so heftig. Und that's all. Das waren sie. Jetzt gibt es nur noch den Hexenschalter. Ja, genau. Und dafür müssen wir so einem aufs Maul hauen. Da habe ich jetzt schon so richtig Bock drauf. Wo ist unser Freund? Ich glaube, er war hier. Kann das sein? Nee. Da war es nicht. Hier auf der linken Seite müsste er gewesen sein. Ah, da unten. Der Typ, der auf uns geschmissen hat gerade. Der will richtig aufs Maul. Hm. Habe ich auch schon mal besser gemacht. Bester Mann. Das war aber dein Ende, Bruder. Und dann einmal hier drauf. And that's 100% Click Clock Wood. Ach, Leute. It's Statistik Time. Ja, nee. Scheinbar habe ich noch keinen Bock drauf. It's Statistik Time, meine Freunde. 100 Noten. 10 Puzzleteile. 2 Waben. Wir haben 1 Stunde und 3 Minuten dafür gebraucht. Kommt mir ein bisschen lang vor, aber Hauptsache wir haben es geschafft und ich hoffe, ihr enjoyt es immer noch hier. So, dann gehen wir raus aus dem Level ganz schnell und machen... Ach ja, wir müssen ja noch die eine Note, das eine Puzzleteil holen in Gruntildas Reich. Das möchte ich euch auch nicht vorenthalten, wie man das bekommt. Dafür müssen wir tatsächlich wieder ins Frühjahr zurück. Und uns in eine Hummel, Biene, Hummel, whatever. Ich sage, es sieht aus wie eine Hummel, aber es ist wohl eine Biene. Keine Ahnung. Junge, ehrlich. So, wir machen das jetzt ganz kurz und schmerzlos. Sagte er und braucht wahrscheinlich 10 Stunden. Oh, euch habe ich schon vermisst, Mistviecher. Ah, oui. Oder du und ich, ne? Wir kriegen noch richtig Schwierigkeiten miteinander. So. Und auf geht's. Die Dinger können wir auf jeden Fall wieder mitnehmen. Wie ihr vorhin festgestellt habt, hat so ein paar rote Federn aus dem Arsch geleiert. Kannst du mich bitte in eine Biene verwandeln? Dankeschön. Oh ja, oh ja. Oh ja. So, auf geht's. Dicke Biene. So, wir sind eine Biene. Der nervigste Sound im ganzen Spiel wieder. Bitte lande. Macht mich psychisch fertig, der Sound. So. Sorry, die Biene läuft nicht schneller. Und raus mit uns. Und ihr findet es hier oben. Das Puzzleteil, also eigentlich nicht sehr schwer. Oh, du wirst jetzt gleich. Yeah! Alle 10 in Gruntildas Reich, das war's. So. Wir lassen jetzt noch schnell den Zauber aufhören. So. Mumbo, Magie gleich aus. Ja, Bruder, wir wissen's. Zauber, alle. So, meine Freunde, das war's mit Click Clock Wood. Das nächste wird ein witziges Quiz über Gruntilda. Es wird spannend. Wir nähern uns dem Finale dieses Let's Plays. Haut rein, wir sehen uns in der nächsten Folge.